Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hex Guardian hier auf meinem Kanal. Diese Folge nehme ich direkt im Anschluss auf zu der letzten Folge, wo wir das Rockland geschafft haben. Wir haben jetzt noch eine Map offen, die wir schaffen müssen, der Rainforest. Was ist der Rainforest? Er kann einen Regen beschwören, oder ich kann einen Regen beschwören. Der macht alle Einheiten nass, macht den Einheiten mehr anfällig oder mehr schwach gegen Elementarattacken. Also können wir voll auf Donner gehen oder so? Water Damage ist erhöht auf der Map. Und da sind mehr Trees auf der Map. Ist, glaube ich, ein Nachteil. Können wir eigentlich den Donnerturm schon freischalten? Wo ist der Donnerturm? Dark Tower? Donnerturm ist hier. Das heißt, wir müssen 100... Schaffen wir, ne? Ja, wir haben jetzt den Donnerturm freigeschaltet. Nice. Wir haben den Spell Cooldown reduziert und besseres Lighthouse. Okay. Noch irgendwas freischalten? Barracks Alert Range. Nehmen wir auch noch mit. Jawohl. Jetzt gehen wir rein. In das Rainforest. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich habe noch eine Stunde Zeit, bis ich zur Arbeit muss. So, wir können Regen beschwören. Der macht alle nass, das haben wir schon vorgelesen. Okay, Fast Forward ist aktiviert. Die kommen von da. Das heißt, wir setzen jetzt hier einen Arrow Tower hin. Springen zur Nacht. Mittlerweile habe ich das auch mit den Hotkeys ganz gut raus. Die erste Welt sollten wir ja wohl schaffen, ne? Range Unit Attack erhöht. Damit konvertieren wir deren Armor zu Max-Leben. Ist das so gut? Oder Spell Cooldown Reduced? Machen wir Spell Cooldown Reduced, damit wir öfter den Regen machen können. Und wir schalten direkt den Thunder frei. Okay. Jetzt kommen die von dort. Also in der letzten Map waren halt die Schiffe das Riesenproblem. Deswegen machen wir mal hier oben ein Wasserteil hin. Ja, das passt auch ganz gut dahin. Und wir machen jetzt noch hier das Wasser länger. Ja, hier. So, wir werden jetzt einen Bogenschützenturm hier platzieren. Machen den auf Level 2. Damit sollten wir eigentlich die Welle schaffen. Im Notfall haben wir immer noch die Spells frei. Schön. Cannon Tower. Ich hätte gerne den Donner Tower, Mann. Den Poison mit. Dann haben wir schon 3 von den Spells. Zauberwirker. Erfolg freigeschaltet. Sehr schön. So. Das machen wir dorthin. Das verlängern wir nach da. Das kommt dorthin. Ich hätte gerne hier den Wickliger gemacht. Der ist mir noch zu kurz. Und das machen wir nach. Machen wir mal nach da. So. Dort ein Arrow Tower, ein Pfeilturm zu Deutsch. Schaffen die das? Ja, okay. Sieht gut aus. Immer noch kein Donnerturm. Aber wir verstärken unsere Pfeiltürme. So, jetzt haben wir hier nämlich ein Boot, eine Bootwelle. Das machen wir zu, da kommen keine Einheiten. Jetzt sind die trotzdem noch da. Ach, ich wollte das noch da setzen. Okay, egal. So, jetzt kommt hier ein Pfeilturm hin, den wir auf Level 2 bringen, nachdem wir Geld gekriegt haben. Was ist das? Obwohl, wir warten noch mit Aufwerten, weil wir klären die ganz gut. Das müssen wir nicht unbedingt aufwerten. Haben wir irgendwo eine Kiste übersehen auf der Map? Nein. Okay, wir warten auf den nächsten Tag. Ice Tower. Okay.
Zumindest ein Elementar-Damage-Turm. Machen wir mal hier in die Ecke ran. Auf 3. Dann können wir jetzt hier den Weg noch verlängern. Oder wir machen jetzt... Ja, hier würde ich gerne einen Kreis bilden, tatsächlich. Rote von da oben. Das ist ein Riesenproblem. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ah, ich muss mehr aufpassen. Ich muss mehr aufpassen. Riecht die Boote eventuell mit den Elementarfähigkeiten weg? Toxische Vergiftung. Ah, gut, dass sie links fahren. Das ist wichtig. Cooldown decreased oder Feuerturm? Mach mal Cooldown decreased. Okay, wir haben ein bisschen Leben verloren, macht aber nichts. Jetzt kommen beide von dort. Das heißt, wir müssen da irgendwas hinsetzen. Ein Ice Tower, der beides angreift. Hört sich gut an. Hier können wir den Weg verlängern. Und da kommt ja nichts, ne? Okay. Das machen wir auch. Dann ist das hier auch verbunden. Da greift die beiden an. Können sogar noch einen weiteren Ice Tower kaufen. Machen wir mal nach da. Okay. Mal schauen, ob das ausreicht. Ja, aber leider voll die scheiß Türme zur Auswahl gehabt, ne? Alle unsere Türme sind Level 1. Das ist auch wieder scheiße. Wir müssen die besser aufwerten. Die Boote gehen oben lang. Ja klar, müssen sie ja, logisch. Okay, unsere Fähigkeiten haben das geklärt. Wunderbar. Jetzt kommen die wieder von unten. Die gehen jetzt hier direkt den Weg. Das ist bad. Das ist super bad. Und dort sind die Einheiten, die werden aber von den Eistürmen weggemacht, denke ich. Da kommt nichts. Schön. So, Tag 7. Und keine Zauber frei. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boote machen uns jetzt weg, oder was? 5, ja, wir sind tot. Okay, 6 Tage überlebt wird bestimmt nicht ausreichen. Wir gucken auch mal direkt, wie viele Tage wir überhaupt überleben müssen. Na naja, gut, wir haben jetzt nichts mehr freizuschalten. Für die Rock Challenge müssen wir Desert spielen. Aber egal, ich versuche trotzdem mal etwas weiter zu kommen in dem Rainforest. 10 Tage würde ich schon gern schaffen, das ist so mein Ziel. Dort ein Arrow Tower hin. Ja, das sollte man easy machen. Diesmal werde ich die Türme auch wieder auf. Mehr Geld. Hört sich sehr gut an. Wenn wir Einheiten töten. Und Donner. Leider nicht direkt auf 2 gebracht. Aber wir haben jetzt hier ein Landteil. Ist das da so gut? Ist das da so gut? I don't know. Ja, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. So. So. Okay. Wir haben jetzt hier keinen Turm stehen. Das ist ein Problem. So schlecht, Mann. Panda-Turm. Oh mein Gott. Nice. Wichtig. Auch direkt aufgewertet. So. Nicht genug. Aber wir können das verlängern.
So. Der ist sehr kurz und der ist sehr kurz. Der Wasserweg wird gefährlich auf der Map hier. Den hätte ich auch gerne auf 2. Thunder Tower. Okay, das ist ja super gefährlich hier. Muss auf jeden Fall ein Thunder Tower rein. Das ist eine schöne Verlängerung. Das Teil hat mir sehr gut gefallen. Damit haben wir zumindest das eine Totalschilder geschlossen. Sehr schön. Das machen wir auch länger. Und Straßenverlängerung. Oh, die Teils waren sehr, sehr gut in dieser Runde jetzt. Komm, mach da. Das hier ist jetzt... Naja, nicht... Naja, ein bisschen. Der ist wichtiger. Wir werden in dieser Runde auf jeden Fall Elementar benutzen. Das macht schon... Guck mal, das macht so viel Damage mit dem Regen, ne? Das ist so nice. Thunder Tower. Wir gehen voll auf diese Thunder Tower. Die machen nämlich ordentlich Damage und Stun. So, jetzt kommen die von da oben. So haben wir einen guten Bereich abgedeckt. Okay, let's go. Vielleicht hier noch von das hin. Und ich hätte gerne Einheiten. Swordsman's Barracks. Ja. Ja, einfach hier den Eingang beschützen. So. Da oben kommen Boote. Und da kommen Einheiten. Die führe ich mal nach oben. Das verlängere ich ebenfalls. Hier hätte ich gerne irgendwas. Diese Einheiten werden nur an dem Turm vorbeikommen. Ja, ist nicht gut. Ist nicht gut, ey. Machen mal... Gehen die rechts lang? Nein, natürlich nicht. Dann machen wir da jetzt Spitze drauf. Oh, das ist so bad, ne? Das ist so bad. Die Schiffe gehen durch. Oh Mann, ey. Swordsman Upgrade. Oh, Thunder Tower noch da. Jetzt kommen die alle von der Seite. Schön viel Geld. Können uns noch keine weiteren. Die kosten 400, die sind so teuer, die Türme, ne? Dann setzen wir hier nochmal einen Arrow Tower hin zur Sicherheit. Okay. Die blocken jetzt die Einheiten weg noch. Die Boote gehen aber durch. Was für eine Katastrophe. Oh Mann, ey. Sterbe ich jetzt? Sterbe ich jetzt? 2 Leben. Also. Das sieht wirklich nicht gut aus. Der hält die erstmal auf. Dann gehen die noch nach da.
den eventuell aufwerten. Sieben Tage. Oh, ich würde jetzt so gerne 10 Tage schaffen, ne? Okay, neues Game. Rainforest, Start. Die Map ist interessant. Ist der Bob noch da? Das hier kriegen wir eventuell zugebaut. Haben wir nur eine Wasserseite, das wäre wichtig. Das wäre super nice. Blessing. Towers Critical Chance. 50% erhöht. Ja, Cure Damage hört sich gut an. Wir wollen Elementar Damage, also Feuer Tower. Perfekt. Aber nur ein Wasserteil. Also nur ein Weg fürs Wasser. Das verlängern wir ebenfalls. Reicht der eine Turm da jetzt? Das ist die Frage. Wenn ich noch zwei bringe, vielleicht. Ice Tower? Ja, geh mal mit. Jetzt komme ich von da oben. Im Wasser kommt nichts, okay. Jetzt sind da jetzt mal ein. Jetzt sind hier jetzt mal ein Feuertower hin. Dass der halt beide Wege macht zur Not für die nächste Runde. Und sobald die Einheiten hier sind, mache ich den Regen, dass der Feuertower mehr Schaden macht. Feuer und Wasser. Errungenschaft freigeschaltet. Ist das süß. Okay. Wasser von unten. Verlängern wir. Nimm die Kiste mit. So. Ich mache jetzt hier zwei Elementar-Tower hin. Und da kommt nichts. Reicht das jetzt schon aus? Ja, die Boote werden gut geklärt. Jetzt können wir uns hier schön fokussieren. An den Knotenpunkt. Das hier muss halt zu sein. Wenn das zu ist, dann GG. Archery Range. Ja, ja, ja. Setzen wir hier dreimal hin. Dann haben wir jetzt nämlich 6 Bogenschützen, die wir mobil einsetzen können. Die müssen auch früh aufgewertet werden. Ich glaube, wir das Gold dafür haben. So. Okay, okay. Vielleicht da oben noch zumachen? Ah, leider eine Abbiegung. Machen wir es lieber mal nach da. Okay. So, jetzt kommt von da welche und von da welche. Wir machen Regen. Rain. Swartzenberg. Wir machen Regen. Bogenschützen machen Work. Die Boote sterben auch. Okay, wir haben kein Leben verloren bis Runde 6. Tag 6. Das ist sehr, sehr geil. So, es kommen von da oben wieder welche. Boote rausgelöscht. Sehr geil. Let's go. Wasserteil. Hm, ja. Machen wir das länger? Machen wir das da oben länger? Bis hier? Oder machen wir jetzt hier Wasser?
bin immer noch Wasser, das ist das Gefährlichste. So. Also noch ein Ice Tower hin. Und jetzt 19. Die werden aber hier komplett tops genommen von den ganzen Türmen. Dann machen wir die Archer. Du kommst ja gerade gar nichts, ne? Kommen gar keine Boote diese Runde. Weil ich hier oben rausgelöscht habe. Na gut, da können die stehen bleiben. Das ist ja ein Easy Win. Aber wir werden mal die Archeries hier alle aufwerten. 160. Jetzt wieder volle Einheiten anzuladen unten. Läuft sehr gut bisher. Bin sehr zufrieden mit dem Run. Mittlerweile habe ich das Spiel raus. Okay. Nächster Tag warten. Fire Tower, Arrow Tower. Wir machen Fire Tower Damage increased oder Speed increased. Dann werden wir jetzt hier weiter die Dinger aufwerten. Von da kommen Männer und von unten kommen Boote. Die Männer haben hier nur einen Bogenschützenturm. Die Boote kommen an den Elementardingern vorbei. Da würde ich sagen, wir fangen die Männer ab. Der eventuell macht schon mal ein bisschen Pre-Damage auf die Boote. I cannot go there, okay. Dann geh mal hier hin. So. Wir haben noch Teil zu vergeben. Ja. Let's go. Können hier noch was hin. Irgendwie ein Turm oder so. Oh, die kommen hier durch, die kommen hier durch. Die Seite ist sehr schwach, tatsächlich. Verdammt. So. Wir ändern etwas unsere Strategie. Erstmal gucken wir nach den Teilen. Das kommt noch da. Kriegen wir eventuell. Ach, verdammt! Machen wir den ja auch weiter hier nach da. Okay. Okay. Swordman's Barracks. Dorthin. Können wir nicht mehr aufwerten. Die Archer. Kommen auf diese Brücke. Die gehen weiter nach da. Die Swordsmans gehen vor die Archer. Dass die halt die Archer beschützen. Ich denke, das ist ganz gut. Aber von der Seite kommen diese Runde gar keine. Darum gehen für diese Runde alle Archer auf die Seite. Genau. Wir machen die Boote weg. Die Swordsmänner schützt jetzt noch die Taverne hier, die Castle, das Hauptgebäude. Hört sich. Swordsman Upgrade. Das war jetzt nicht gut, ey. Gehen wir hier in die Kuhle rein. Die beschützen die Swordsman und die greifen die Boote an. Zocke ich nicht zu, ne? Aber das zocke ich. Oh,
Okay, von der Seite kann jetzt gar nichts mehr kommen. Oh Mann, hätte ich das vorher gemacht. Das ist so viel Geld, was wir hier jetzt einsparen. Die Swordstone können bleiben. Die stehen nämlich jetzt immer vor der Castle. Die helfen bei den Booten. Die ist auf 3, 3. Die noch nicht. Die ist auch jetzt okay. So, das heißt, wir können uns auf voll auf die Seite hier konzentrieren. Wir machen jetzt die Türme besser. Das war so big, das Teil. Das war so hart. Gut, jetzt, ey. Wir haben noch mehr Teils. Moment. Ja, okay, ist cool. Oh, die Menschen machen das auch noch zu. Gib mir das Teil. Schade. Ne, jetzt setzen wir nirgendwo hin. So. Okay. Let's go. Von da oben kommen jetzt welche. Darauf müssen wir achten. Diese Archer da sind komplett useless. Die gehen auf die Brücke. Ja, passt nicht ganz, ne? Aber die Archer gehen schon mal in Kampfbereitschaft für die Einheiten. Die gehen nach da. Was haben wir für ein Teil? Unten ist jetzt zugemacht worden. Wir haben gar keine Wasserprobleme mehr. Wir haben gar keine Schiffe mehr jetzt. Jetzt können wir uns voll auf die Einheiten konzentrieren, die nur von oben kommen können. Das ist doch der Godrun gerade. So. Feuer. Eis. Swordsman. Dort. Die Einheiten können jetzt auch stationär einfach hier stehen bleiben. Da, wo ich jetzt hinpacken werde. Ist das ein geiler Run, Alter. Ist das ein geiles Game einfach. So. Jetzt 80, 150. Dann machen wir den Turm nochmal ein besser. Okay. Der hier gefällt mir nicht so ganz, dass der nicht auf der Brücke steht. Okay. Nein, geh auf die Brücke drauf, Mann! Okay, jetzt ist es gut. So. Hier brauche ich auf jeden Fall auch noch Elementartürme. Der Seite. Oder kriegen wir es auch noch zu? Das wäre so insane, wenn wir das noch zukriegen. So, der Regen. Swordsman Barracks. Hier in die Mitte. Wir dürfen jetzt nicht sterben, ey. 20. Oh Mann, das sind zu viele Einheiten. Das sind einfach zu viele, die uns wegkillen. So schade, aber richtig geiler Run. Ja, das war der Rainforest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.